Hallo und herzliche Grüße aus Sizilien. Anwälte haben manchmal die Aufgabe zu argumentieren, also einen Standpunkt juristisch zu untermauern, aber eben manchmal auch einfach nur zu prüfen. Und prüfen bedeutet, dass man unvoreingenommen einen Schritt nach dem anderen überprüft, um dann ein manchmal überraschendes Ergebnis hervorzubringen. Und in diesem Sinne wollen wir uns mal damit befassen, wie die Prüfung der Grundrechtseingriffe durch Corona-Schutzmaßnahmen in diesem Herbst aussehen könnte. Im letzten Jahr war es so, dass die Gerichte sehr viel damit beschäftigt waren, Grundrechtseingriffe zu überprüfen und dann auch häufig zum Ergebnis gekommen sind, dass einige Maßnahmen der Länder oder von Kommunen unangemessen waren, nicht verhältnismäßig waren. Und die Justizministerin ist jetzt schon ein paar Mal vorgeprescht, man würde eher sagen, hat vorsichtig vorgefühlt und gemahnt, dass beispielsweise die Maskenpflicht, über die so viel schon gestritten wurde, überprüft werden sollte auf Verhältnismäßigkeit. Und das sagte sie, weil sie vermutlich davon ausgeht, dass eine Unverhältnismäßigkeit eingetreten sein könnte oder noch eintreten könnte. Bevor wir jetzt politisch werden, lasst uns einfach mal kurz betrachten, wie eigentlich so eine Prüfung abläuft, was das Schema da drin ist, um es dann mal anzuwenden auf die verschiedenen Sachverhalte, die wir haben könnten. Wir haben zum einen einen Grundrechtseingriff und zum anderen die Rechtfertigung, wenn man das grob vereinfacht mal betrachtet. Ein Grundrechtseingriff, der ist ziemlich schnell gegeben. In das Freiheitsgrundrecht Artikel 2 Grundgesetz, da kann man sehr schnell eingreifen. Schon in dem Moment, wo ich ein Parkverbotsschild habe, bin ich in meinen Freiheitsrechten eingeschränkt. Das kennen wir schon aus den Argumenten zu Quatschjura, der Querdenker, die sagten, hey, eine Maske zu tragen ist eine Einschränkung meines Freiheitsgrundrechts. Und das ist richtig, es ist zunächst mal Einschränkung, aber das ist ja nicht das Ende der Prüfung, sondern die Frage ist ja, ist diese Einschränkung, dieser Eingriff gerechtfertigt? Und dieser Eingriff erfolgt in drei Prüfungsschritten. Zunächst einmal prüft man, ob eine Maßnahme überhaupt geeignet ist, ein angestrebtes Ziel zu erfüllen. Also, kann ich mit einer Maskenpflicht ein anderes Ziel, zum Beispiel Gesundheitsschutz, was ja sich auch aus Artikel 2 Grundgesetz als Staatsziel ergibt, damit schützen? Und an der Stelle würde man nur völlig ungeeignete Maßnahmen aussieben. Beispielsweise das Trinken von Desinfektionsmitteln ist wohl ungeeignet, um den allgemeinen Gesundheitsschutz zu fördern. Aber auf der anderen Ebene, und jetzt kommt der Hund gerade, aber der ist nicht im Bild. Aber den Hund nehmen wir trotzdem mal kurz mit ins Bild. Nelly, komm mal mit. Hey! So, das ist Nelly. Für diejenigen, die sagen, die haben zu wenig Airtime. Also, Nelly, was meinst du zum Grundrechtsschutz? Nelly ist jetzt in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Und man kann sich durchaus fragen, ist das gerechtfertigt durch irgendein höherrangiges Ziel? Zum Beispiel das Ziel auf Informationsinteresse, wie es Nelly im Urlaub geht. Aber ich lasse sie trotzdem runter. Das war also der erste Schritt, Geeignetheit nicht gegeben, wenn eine Maßnahme völlig ungeeignet ist, um auch nur in die Nähe dieses Ziels zu kommen. An der Stelle prüft man noch nicht, ob sie gut oder schlecht ist, ob es andere gibt. Die zweite Stufe ist die Erforderlichkeit. Und das ist eine Stelle, an der tatsächlich manche Maßnahmen scheitern können. Denn erforderlich ist eine Maßnahme nur dann, wenn es kein milderes Mittel gibt. Man prüft also, gibt es ein milderes Mittel, was also weniger in das Grundrecht eingreift, aber den gleichen Nutzen hat. Weniger Eingriff, gleicher Nutzen. Wenn es so etwas gibt, dann scheitert die Verhältnismäßigkeit schon an dieser Stelle. Und das kann tatsächlich hier der Fall sein, wenn man zum Beispiel die Lockdown-Maßnahmen vergleicht mit anderen Maßnahmen. Zum Beispiel ein Lockdown gegenüber jedermann ist eine ziemlich eingreifende Maßnahme. Wenn ich das gleiche Ziel aber auch erreichen könnte, indem ich einen spezifischen Lockdown für einzelne Personen verhänge, dann wäre das ein weniger eingreifendes Mittel, bei dem man sich jetzt fragt, ob es den gleichen Nutzen hat. Und da kann zum Beispiel eine Abwägung sein, dass eine bestimmte Gruppe, die eingeschränkt wird, einen weniger starken Eingriff bedeutet, als wenn man alle Leute beeinträchtigt. Aber jetzt gibt es natürlich auch unterschiedliche Intensitäten. Beispielsweise die Maskenpflicht ist kein besonders starker Eingriff. Ja, ich weiß, es beeinträchtigt mein Erscheinungsbild, aber es ist nicht so stark wie ein Lockdown, wenn ich also nicht mehr vors Haus gehen darf. Und jetzt kann man multiplizieren, die Zahl der betroffenen Personen mal die Eingriffsintensität. Und diese Abwägung kann dann tatsächlich dazu führen, dass man es manchen Leuten zumutet, dass sie sich selbst schützen und isolieren müssen, weil es nicht zumutbar wäre, ansonsten alle Menschen mit einer geringeren Eingriffsintensität zu beeinträchtigen. Kann konkret also bedeuten, es kann der Punkt kommen, wo es zumutbar ist, Menschen, die sich nicht impfen lassen können, in einen Lockdown oder eine Isolation zu schicken,
um anderen Menschen zu ermöglichen, keine Maske mehr tragen zu müssen. Und das kann tatsächlich zu einer Erforderlichkeitsprüfung führen, beziehungsweise dazu, dass die Erforderlichkeit eben nicht mehr gegeben ist. Der dritte Prüfungsschritt ist die Angemessenheit oder die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn. Und das ist die Stelle, wo man wirklich argumentieren kann zwischen dem Rechtsgut auf der einen und auf der anderen Seite im Sinne der praktischen Konkordanz. Und da können sich individuell einige harte Ergebnisse ergeben, denn der Staat prüft nicht für jeden Einzelnen, ob er jetzt mehr leidet als andere Personen, sondern nur, ob das Ziel insgesamt verhältnismäßig dazu ist. Und das führt beispielsweise dazu, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen können, möglicherweise stärkere Opfer bringen müssen als die Allgemeinheit. Bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung kommt es natürlich immer darauf an, zu welchem Grad möchte ich das Rechtsgut schützen, für das ich die Einschränkung der Grundrechte hinnehme. Beispielsweise beim Gesundheitsschutz könnte man auf die Idee kommen, ich möchte jedes einzelne Leben retten. Würde ich zum Beispiel das auf den Straßenverkehr anwenden, würde es bedeuten, und das ist eine typische Übung für Jurastudenten, dass man jegliche Straßenkreuzung vermeiden sollte und nur noch kreuzungsfreien Verkehr über Rampen und Zufahrten ermöglichen müsste, weil ja an solchen Kreuzungen häufig Unfälle passieren. Genauso könnte man darüber nachdenken, ob man nicht ein Tempolimit von 130, 100 oder 80 einführen musste. Und da sieht man dann, dass der Gesundheitsschutz kein absolutes Recht ist. Der Staat ist nicht verpflichtet, jedes einzelne Leben zu schützen, sondern nur in einem bestimmten Umfang beispielsweise die allgemeine Gesundheitsvorsorge aufrechtzuerhalten. Und das haben wir im letzten Jahr gesehen. Da war das Ziel, nicht nur politisch, sondern auch in rechtlicher Hinsicht, dafür zu sorgen, dass das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Wenn aber eine Gefährdung des Gesundheitssystems nicht mehr gegeben ist, kann man auch hinnehmen, dass Menschen zum Beispiel schwer erkranken oder sogar sterben, ohne dass man dafür jede erdenkliche oder erforderliche Maßnahme dafür ergreifen muss. Wir haben uns in den letzten Monaten daran gewöhnt, dass wir unter dem Gesichtspunkt des Gesundheitsschutzes sehr tiefgreifende, schwerwiegende Grundrechtseinschritte hinnehmen und denken jetzt, dass ein weiterer Einschnitt in Grundrechte erforderlich ist, um zum Beispiel die Sterblichkeit für Covid-19 auf Null zu senken oder eine Zero-Covid-Strategie zu befahren. Das ist eine politische Entscheidung. Aus juristischer Sicht ist es nicht geboten, so viele Maßnahmen zu ergreifen, dass es überhaupt gar keine Infektionen mehr gibt. Wir hatten im letzten Jahr die Verhältnismäßigkeitsprüfung in der Rechtsprechung genauer analysiert und festgestellt, dass bei der Abwägung zwischen den Eingriffen und dem Gesundheitsschutz der Gesundheitsschutz fast immer Vorrang genoss. Das kann sich jetzt ändern, weil durch die fortgeschrittenen Impfungen, wie schon vorher erwähnt, der Gesundheitsschutz nicht mehr in dem Maße gefährdet scheint wie in der letzten Wintersaison. Eine besondere Bedeutung kam letzten Jahr der Artikel 3 Grundgesetz zu, nämlich die Frage nach dem Gleichheits- und Ungleichheitsgrundsatz. Der besagt also, dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden muss. Und wenn etwas gleich ist, aber ungleich behandelt wird, dann kann darin ein Verstoß gegen Artikel 3 Grundgesetz liegen. Typisches Beispiel war dafür im letzten Jahr die bayerische Corona-Verordnung. Als beispielsweise Buchläden und Baumärkte privilegiert waren, aber Modegeschäfte hingegen schließen mussten. Und da gab es so manche Ungereimtheit, die man über den Artikel 3 Grundgesetz aushebeln konnte, was am Ende dazu führte, dass sogar der Verwaltungsgerichtshof in Bayern sagte, dass die Verordnung unwirksam war. Das wurde allerdings innerhalb von wenigen Tagen korrigiert. Später gab es eine ähnliche Entscheidung, als es um Fitnessstudios ging, die schließen mussten. Auch dort gab es einen Verstoß gegen Artikel 3, den der Gesetzgeber allerdings dadurch löste, indem er dann halt einfach alle Sportstätten schloss. In dieser Wintersaison könnte es vor allem um die Frage gehen, ob Geimpfte und Nichtgeimpfte und Getestete wirklich gleich behandelt werden sollen. Laschet sagte, das ist ja alles das Gleiche und es gäbe keinen Grund, das zu differenzieren. Manche Länder haben aber schon angefangen, zum Beispiel 2G, 3G zu unterscheiden. Und da kommt es dann auf die Wissenschaft an. Ist ein Geimpfter tatsächlich weniger infektiös? Da gibt es neue Studien, die das trotz gleicher Viruslast nahelegen. Und das kann ein Grund für eine Ungleichbehandlung sein. Also spielen wir das Ganze doch mal an einem konkreten Beispiel durch. Und zwar stellen wir uns vor, wir wären wieder im Jahr 2020 im Winter und jemand klagt gegen die Ausgangsbeschränkungen.
Zum Beispiel ein Bürger, der sagt, er findet es unangemessen, dass er nach 21 Uhr nicht mehr vors Haus gehen darf. Dann prüft das Gericht zunächst einmal, ob die Maßnahme geeignet ist, um das angestrebte Ziel der Regierung zu erfüllen. Also, ist eine Ausgangsbeschränkung geeignet, um Infektionen in der Bevölkerung zu vermindern? Und da wird man zunächst mal sagen, ja, zunächst einmal ist sie geeignet. Und da kommt es nicht darauf an, ob sie angemessen oder erforderlich ist, sondern es ist wirklich nur die Frage, passt es überhaupt darauf? Die nächste Frage ist dann die Erforderlichkeit. Also gibt es ein milderes Mittel, um die Infektionen zu verhindern, als den Menschen zu verbieten, vor die Tür zu gehen? Und da kommt man schon auf die Idee, sich zu fragen, würde es zum Beispiel ausreichen, Masken zu tragen? Würde es ausreichen, dass Leute einfach Abstände halten? Aber auch bei solchen Maßnahmen muss man berücksichtigen, dass die Maßnahme nur eine bestimmte Compliance-Quote mit sich bringt, weil sich nicht alle an solche Regeln halten würden. Und so kamen die Gerichte im letzten Jahr zu dem Ergebnis, dass es sehr wohl erforderlich ist, unter Umständen eine Ausgangsbeschränkung zu verhängen, weil damit insgesamt die Begegnung von Menschen vermindert wird. Und dann die Frage nach der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn, also die Angemessenheitsprüfung. Und da kamen die Gerichte zu dem Ergebnis, dass das Risiko für die Gesundheitsversorgung so groß ist, dass also dieser sehr schwerwiegende Eingriff tatsächlich gerechtfertigt ist. So, und jetzt prüfen wir das Ganze mal für das Jahr 2021, für diesen Winter durch. Was würde passieren, wenn also eine Landesregierung wieder einen Lockdown mit Ausgangsbeschränkungen, Bewegungsbeschränkungen verhängen würde? Man würde wiederum bei der Geeignetheit sagen, ja, es verhindert Infektionen, aber bei der Erforderlichkeit würde man schon sagen, es gäbe auch andere Maßnahmen, mit denen man das verhindern könnte, zum Beispiel durch Impfungen. Wobei Impfungen sind natürlich jetzt keine staatliche Maßnahme, sondern nur ein Angebot und dieses Angebot wird natürlich nicht von allen Menschen angenommen. Könnte man auf die Idee kommen zu sagen, eine Impfpflicht wäre vielleicht ein anderes mögliches Mittel, aber ist es denn ein milderes Mittel als ein Ausgangsverbot? Und darüber kann man trefflich streiten und tatsächlich wäre es denkbar, dass man diese Maßnahmen miteinander vergleicht und dann zu einem Ergebnis kommt, dass zum Beispiel eine Verpflichtung zur Impfung ein milderes Mittel ist. Aber sehr naheliegend wäre auch zu sagen, dass die Menschen, die ungeimpft sind, nicht mehr vor die Türe gehen dürfen, dass sich also Beschränkungen auf solche Menschen beschränken. Und da sehen wir jetzt genau den Unterschied zwischen 2020 und 2021. Dadurch, dass die Impfungen zur Verfügung stehen, hat der Staat natürlich auch andere Möglichkeiten einzugreifen und in der Erforderlichkeitsprüfung mildere Mittel zu wählen. Mildere Mittel besonders für diejenigen, die schon geimpft sind oder genesen, sodass man dann sagen kann, es wäre nicht mehr verfassungsmäßig, wenn man einen allgemeinen Lockdown verhängen würde. Und das haben einige Politiker auch schon gesagt, dass wenn sie sagten, es wird keinen Lockdown geben, schlichtweg nicht, weil es nur politisch nicht opportun wäre, sondern weil es verfassungsmäßig gar nicht möglich wäre.